Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar ist keine 5 Cent mehr wert. Banken gehen pleite. Geschäftsleute haben eine Waffe unterm Ladentisch. Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet. Genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sessel, sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So, als ob das ganz normal wäre. Wir wissen, die Zeiten sind mies, schlimmer als mies. Sie sind verrückt. Es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, sodass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird die Welt, in der wir leben, immer kleiner. Und wir sagen nur, bitte, lasst uns wenigstens hier in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtelreifen. Dann sage ich auch nicht, lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich will nicht, dass ihr protestiert oder Krawalle veranstaltet oder eurem Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht, was ihr ihm schreiben solltet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation gegen die Russen und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal. Mein Leben hat einen Wert. Also, ich will jetzt, dass ihr aufsteht. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht, einer wie der andere. Ich will, dass ihr sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf raussteckt und schreit: Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ich will, dass ihr sofort aufsteht! Die Kamera geht soll reinbleiben. Geht Kamera bei ihm bleiben! Macht es auf, steckt den Kopf raus und schreit: Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Die Dinge müssen sich ändern. Wie viele Stationen senden das live? 67. Es gibt es noch Louis, ich bin unter Atlanta. Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen. Dann werden wir überlegen, was wir gegen die Depression, die Inflation und die Ölkrise machen können. Aber dazu müsst ihr jetzt die Chance nutzen. Geht zum Fenster, steckt euren Kopf raus und schreit und brüllt: Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen. Mit wem sprichst du, Herr? Scheinen Sie in Atlanta, Herr? Aber zuerst einmal müsst ihr wütend werden. Ihr müsst sagen, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen. Sie schreien in Baton Rouge. Nicht verstanden. Steht auf, steht auf! Das ist super! Wir sind auf eine Goldader gestoßen! Na los, los, geht zum Fenster, macht es auf, steckt den Kopf raus und schreit! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Vorwärts, steht auf, jetzt steht schon endlich auf! Geht ans Fenster! Wo willst du hin? Ich will mal nachsehen, ob jemand schreit! Macht es auf, steckt den Kopf raus und schreit und schreit und schreit! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Es ist ein Grundsatz, dass niemand sich frei zu beweisen braucht. Es ist ein Rechtsgrundsatz, dass derjenige, der etwas behauptet, es auch beweisen muss. Es gilt der Rechtssatz, dass negative Tatsachen nicht zu beweisen sind. Ich muss nicht beweisen, dass ich nicht krank bin. Notorische Tatsachen bedürfen ebenso keines Beweises. Wir dürfen voraussetzen, dass Personen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, gesund und nicht ansteckungsgefährdet sind. Es wird hier die Rechtslage verdreht. Nicht derjenige, der Grundrechte in Anspruch nehmen möchte, muss beweisen, dass er einen Anspruch darauf hat. Der Staat, der diese Grundrechte einschränken möchte, muss den Beweis erbringen, dass diese Einschränkung unbedingt erforderlich ist, dass sie verhältnismäßig ist, dass sie die Ultima Ratio ist. Grundrechte sind uns angeboren. Bereits das ungeborene Kind genießt diesen Grundrechtsschutz. Grundrechte basieren auf dem Grundsatz, dass wir davon ausgehen, der Mensch ist ein würdevoller Mensch. Grundrechtseinschränkungen müssen sich immer orientieren an einer Gefährdungslage. Wir müssen fragen, wer ist gefährdet, wie groß ist die Gefährdung und welche Maßnahmen stehen zur Verfügung. Welche Maßnahmen sind verhältnismäßig?